Ja, wir sind hier auf der Agritechnica in der Halle 2 auf dem Stand des Verbandes Landbautechnik und speziell hier dieser Teil des Standes, das ist die Werkstatt Live. Und bei Werkstatt Live geht es darum, jungen Leuten das Berufsbild des Landmaschinenmechanikers, des Mechatronikers nahezubringen. Das ist eine Zusammenarbeit des Verbandes Landbautechnik, aber auch die DLG engagiert sich hier in einem sehr starken Maß und auch der VDMA ist mit von der Partie. Das ist also eine Veranstaltung, die sehr breit getragen wird aus allen Bereichen der Landwirtschaft, der Landtechnik, die nachhaltiges Interesse an Nachwuchskräften haben. Bei der Werkstatt Live werden viele Schulen angeschrieben. Diese Schulen, meistens die Klassen 9, 10, werden hier zur Messe nach Hannover eingeladen. Und wenn Sie nachher mal über den Stand schauen, dann sehen Sie, dass diese Schulen, diese Schüler hier in einer quasi Werkstatt Live auf der Messe sich anschauen können, wie die Arbeit, wie die Arbeitsprozesse, wie die Abläufe eines solchen Berufs des Mechatronikers sich gestalten. Das wird sehr stark angenommen. Auf der Liste der teilnehmenden Schulen sind mehr als 6.000 Schüler, die sich dieses Spektakel hier anschauen. Und das Wichtige dabei ist eigentlich, dass diese 6.000 Schüler eben nicht aus landwirtschaftlichen Betrieben kommen, eben nicht aus Lohnunternehmen kommen, sondern aus anderen Bereichen, die mit der Landwirtschaft erstmal nichts zu tun haben. Und wir haben immer die Erfahrung gemacht, dass wenn junge Leute sich erstmal in dieses Berufsbild reingesehen haben, dass sie einen großen Aha-Effekt bei den Jugendlichen haben, weil deren Technikverständnis ist oft noch so in den 80er, 90er Jahren stehen geblieben, aber die sind sich nicht bewusst, welche Hightech eigentlich heute in der Landwirtschaft, in der Landtechnik abgebildet wird. Dieses Jahr, 2017, ist ein ganz besonderes Jahr für die Werkstatt Live, weil diese Aktion jetzt seit 10 Jahren läuft. Wir haben heute so ein kleines Jubiläum, das 10-jährige Jubiläum von Werkstatt Live. Da sind wir sehr stolz, alle Protagonisten sind da sehr stolz, dass sie innerhalb dieser 10 Jahre dann, ja, ich kann es nicht genau sagen, aber 40.000, 50.000 Schüler mit dem Berufsbild des Landmaschinenmechanikers vertraut gemacht haben. Und Baumaschinenmechaniker sind das Öl in im Betriebe unserer gesamten Industrie. Und ich bin selber gelernter Industriemechaniker. Und ich wünsche dem Team von Werkstatt Live alles Gute. Ich finde es toll, dass ihr dabei mitmacht. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ihr sollt auch Spaß dabei haben. Macht weiter so. Ich kann für unser Unternehmen sprechen und bestimmt für viele andere aus der Industrie. Wir werden euch gerne weiterhin unterstützen. Macht weiter so. Dankeschön. Ja, hallo, mein Name ist Sascha Redeker, ich bin 23 Jahre alt, arbeite bei der Firma Rampelmann und Spieltorf OHG in Beelen. Ich war im Jahr 2013 das erste Mal beim Team Werkstatt Live dabei, als ich im dritten Lehrjahr war. Bin dann 2015 auf Meisterschule gegangen, habe meinen Meister gemacht und bin in diesem Jahr wieder bei Werkstatt Live. Ich wurde vorgeschlagen, habe es mir zwei Jahre vorher schon einmal auf der Messe angeguckt auch und habe gesagt, das sieht schön aus, das kann wohl Spaß machen, damit ich auch mal mitmachen. Viele neue Erfahrungen, ich arbeite sonst an Rasenmähern, das heißt, ich komme nicht an eine Kronepresse zum Beispiel oder an einen großen Trecker. Das sind andere Sachen, sowas habe ich noch nie gemacht und das will dann einfach weiter und die Leute, die man kennenlernt und die Kontakte, die man hier knüpft, können einem auch immer weiterhelfen.